Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Ja, wir haben hier aufgehört das letzte Mal. Wir haben uns das durchgelesen, die neuen Sachen, die SMSen. Und machen jetzt hier am Parkplatzzimmer, machen jetzt hier weiter. Drug-free zone. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Okay, so kann man es natürlich auch lesen. Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Als ob es woanders keine wäre. Glaube ich zumindest. Das auch in Amerika. Das überall. Lichter. I guess these stage lights are for the Tempest. Da will ich eigentlich kein Graffiti drauf machen auf diese Lichter. Nö, da machen wir keins. Das ist. Da tritt Rachel auf, wenn's weiß. Zigaretten. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Okay. Was haben wir hier? Schlagloch. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Ja, sie verliert halt jetzt ihre Studienbeihilfe. Das ist halt das Bittere, vor allem für ihre Mutter. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Tempest Party. Enter the Vortex Club. All Blackwell students welcome. Blackwell Swimming Pool. Tritt dem Vortex Club bei 15.05.2010, der Sturmparty. Blackwell Schwimmbad. Alle Schüler von Blackwell willkommen. Elliot. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Arcadia Bay Fire Department High Alert. Lesen wir mal. Hohe Alarmstufe. Aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend ist Arcadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Erstens, reagiere auf einen Feueralarm unverzüglich und in geordneter Weise. Zweitens, überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Drittens, bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Arcadia Bay sicher zu halten. So, dann reden wir mal mit Elliot. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Let's not make a big deal out of this. Oh, sorry. Right, yeah. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterwards? Also die Aufführung sausen lassen geht gar nicht. Sorry, nein. Ja, vielleicht. Sorry, Elliot, but I'm probably gonna hang out with Rachel. You know, post-show celebration and whatever. Oh, cool. That makes sense. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Ich
glaube, das ist das Beste so gewesen. Schauen wir mal, weiß nicht. So, wir hatten hier, glaube ich, ein Flugblatt, wenn ich mich richtig, eine Ankündigung, genau, die haben wir noch nicht angeschaut. Max would have loved this shit. The future needs excellence. Lesen wir mal. Blackwell Academy. Die Zukunft braucht Exzellenz. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch die Prescott Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die die künstlerischen Talente der Schule fördern sollen. Kunst 101, visuelle Konzepte. Kunst 102, Einführung in Komposition. Kunst 103, Einführung in die Keramik. Kunst 201, Photoshop für Fortgeschrittene. Kunst 202, Einführung in die Charaktermodellierung und Animation. Kunst 301, Fotografie. Kunst 302, freies Lernen. Mit Anmerkungen nur auf Einladung. Besonderen Dank an die an Caroline Prescott. Ich nehme mal an, der Fotografiekurs ist der, den Max dann besuchen wird. So, dann schauen wir, was haben wir hier noch. Wir haben das Moped. Ein Moped. Three guesses whose bike this is. And they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Ist lustig, ist nett. Nett. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Dann dickes Auto. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Ja, das haben wir schon beim ersten Teil festgestellt. Oder ich in dem Fall. Der kann sich ein dickes Auto leisten, der Junge. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Nehmen wir an, das ist das Bigfoot-Maskottchen. Der Kopf davon zumindest. Die Maske. Vogel. Okay. Ja. Bye. Elitist Blackwell Bird. Ist auch geil. So, und ich glaube, das war's dann. Den Mistkübel haben wir noch. Skateboard im Mistkübel. Interessant. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again, if I feel like it. So, das heißt, das war's. Dann haben wir noch hier ein Auto. Pisshead much? That has to be Skip's car. Da haben wir alles angeschaut. Bierflaschen haben wir noch hier. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. So, damit die Meldung da links oben mal weggeht, gehen wir mal schneller. So, it's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this worse. Haben wir das Auto? Können wir das Auto anschauen dann? Okay, dann bleibt uns eh nur noch reden. Chloe, your mother and I have been talking. So, sollen wir patzig sein, ist mir egal, oder vertrösten wir sie auf später? Ich würde sagen, auf später. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. So. Herausfordern oder was? Oder batzig sein, sie ist meine Mutter. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means?
What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? So, ich glaube nicht, dass wir jemanden brauchen, der meine Hilfe reinbringen wollen. There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Das heißt, wir müssen unseren Notfall-Join müssen wir abgeben. Ich glaube, sonst haben wir nichts. Fine. You want to see my shit so badly? You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Vor allem, wir wissen ja, dass sie noch was hat. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. But that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Okay, ich weiß, ich hab's verhunzt. Ist irgendwie nicht so die Antwort, die ich wollte. Und du bemühst dich. Ich verstehe es auch nicht. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else.
It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ei. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ugh. This thing is a mess, but maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Okay. Ja, unser Ziel, Batterie finden. Alles klar. Dann schauen wir mal, wir haben wieder was Neues. Wieder was Neues, das ist schön. Lesen wir mal. Max. Hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um rauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sich in seinen verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss. Also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ich spielte mit, aber nur um ihn vor Mama wie einen Idioten aussehen zu lassen, da ich nichts dabei hatte. Das ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich es ganz sicher nicht. Oh. Ich lief Elliot über den Weg. Er steht immer noch total auf mich. Jeder will was von Price. Chloe, die Geisel der Faschisten. Und eine neue SMS von Mama.
So, mir geht's gut, war das? Ausgangssperre schon wirklich? So. Ich tue mein Bestes, war das letzte. Chloe, David versucht, das zu tun, was er für das Beste hält. Er ist so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen leeren. Und dann warst du völlig unschuldig. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. So, okay, was haben wir hier? Batteriekasten. Magical battery goes here. Soon as I magically find one. Gut, das heißt, wir müssen eine Batterie suchen, alles klar. Die alte, können wir uns die anschauen? Nein. So, unser Schläger. I think I'm all smashed out. For now. So, dann schauen wir mal, was wir da alles haben. Boot. Okay, da können wir raufklettern, das machen wir noch nicht, würde ich sagen. Spielzeugroboter, erstmal umschauen. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Erstmal ein bisschen umschauen hier. Ein Pornomagazin. Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what this person meant either. Spaß mit Candy. Was haben wir hier? Was bist du? Übungsgrün. You're a long way from the country club, guy. Okay. Ich nehme mal an, hier kommen wir nicht durch und hier oben werden wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Oh doch. Don't want to leave yet. Okay. Zu früh gefreut. So, das heißt, hier sind wir durch. Dann haben wir hier noch ein Poster. Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Oder der alte Vortex Club. Kunterbunter Ball, Außenseiter vereint euch. Seid wer auch immer ihr seid, wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen, fickt euch. An Reagan und sein repressives kapitalistisches Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe, Blackwell Academy, Jahrgang 81. Da sieht man, wie sich der geändert hat. So, da war das Pornomagazin. Hier haben wir einen Schürhaken. I know one fire that doesn't need any poking. Und ein Radio. And up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Okay, Pisshead. Ich werde das aber jetzt ausschalten. Ich hoffe, es ist mir keiner sauer, deswegen. Aber in einem von den Folgen gab es auf YouTube Copyright-Probleme. Ich hoffe, oder da wird vermutlich jetzt Werbung sein. Und das liegt an diesen Radio-Musikstücken, weil die eigentlich Musikstücke sind lizenziert. Die sind okay, die machen keine Probleme, aber diese Radio-Lieder, die sind von quasi außenstehenden Musikern nur lizenziert. Und das macht Probleme, deswegen will ich die hier gar nicht in meiner Ausnahme. There's got to be a battery under one of these car hoods, right? Ja, das wissen wir. Wir schauen uns trotzdem weiter um. Gotta love a place where even Christmas looks depressing. So, geht hier weiter. Ich nehme mal an, hier werden wir wieder zurückgeschickt, aber schauen wir mal. Na, doch noch nicht. Da können wir doch rumgehen. Dann schauen wir mal. This rug has some miles on it. So, don't want to leave yet. Hier ist aus, wollte ich sagen. Hier ist es tatsächlich aus. So, dann gehen wir hier mal durch, zurück. Irgendwo müssen wir da noch ein Auto finden. So, da hätten wir die Batterie jetzt, glaube ich. Schauen wir mal. Haube. This is no good. Okay, Niete, 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 erste Niete, Bierflaschen. Bottles, bottles everywhere, and not one beer to drink. So, was haben wir da? Da haben wir nichts mehr. Glasscherben. Glass looks way prettier when it's broken.
Wonder what else that's true for. Alles, was wir zerstört haben. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. First you take my mom, then you take my home. Fuck you, David. So, hier sind wir auf jeden Fall wieder bei dem Auto. Da wollen wir noch nicht vorbei. Da gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, da ging es noch woanders weiter, oder nicht? Oder nicht? Es ging doch immer da nach hinten in der, im anderen Spiel. Okay. Gut, dann... Most of these cars are junk. I'll probably need to find the one that seems less junky, if I have any hope of finding a working battery. So, das machen wir dann später zu unserem Häuschen. Das ist okay so. Das heißt, hier konnten wir hier durch. Hier konnten wir rein, aber da haben wir noch gar nicht. Da waren wir noch nicht. Frage ist, ist hier irgendwas? Schaut nicht so. Oh, Piratenflagge, doch. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Ich bezweifle es ein bisschen. So, dann schauen wir noch, was wir jetzt, wo wir jetzt nicht waren. Jetzt sind wir hier beim Auto wieder. No, not going over there. So, da haben wir das alte Auto also, da wollen wir jetzt nicht rein. Was haben wir hier? Leave no trash box unopened. That's my motto. Schauen wir mal, was da drin ist. What? Sing your song, tiny man. Okay, wir haben eine Wackelfigur. Oh, dann schauen wir weiter. Da waren wir jetzt schon. Da ist gerade nichts. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Ja, das kann passieren, kann passieren. So, da geht's dann raus. American Rust. Sounds about right. So, da geht's ganz sicher vom Schrottplatz, da wollen wir nicht hin, da werden wir auch, da wird sie uns nicht hinlaufen, selbst wenn wir wollen. Schulbus. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Strandhandtuch. You're a long way from the beach. Don't tell me what to do. Make it a great day. Lass es ein guter Tag werden. Oder mach einen guten, mach dir einen guten Tag. Spritze. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Nein, das mal gibt. Das kommt man kommt nicht auf Postkarten. Glühbirne. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. So, von der Batterie noch kein, da ist eine neue Haube. Und noch eine Haube. Polizeilicher Hinweis. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Schauen wir mal. Warnung, dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion 2, Klammer 1, des Rauschgiftschadenersatzgesetzes, nein, Rauschgiftschadengesetzes von 1985 gepfändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Alles klar. Das ist eigentlich das am wenigsten kaputte. Das heißt, da wird die Batterie wohl sein.
Schauen wir trotzdem unter die anderen natürlich. This one won't work. Überraschung, Überraschung. So, was haben wir noch hier? I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Two Whales Diner. Eine Platzdecke. Und ich glaube, nein, das war's noch nicht. Was haben wir hier? Fußabtreter. This mat has seen some things. Mostly feet. Okay, das heißt, das war's. Das war's, das war's. Dann holen wir uns jetzt die Batterie und dann. Ich glaube, ich gehe schon noch meine Pause. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? Dachte ich mir. What are you trying to hide under their hood? Oh, wir kommen nicht dran. In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Here we go, the pick of the litter. Gut, so, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause. Ja, wobei, nein, machen wir die Pause später. Weil ich würde gern danach nach einem Speicherpunkt pausieren, schneiden. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gesehen. Das heißt, wir bringen das Ding jetzt auf jeden Fall mal zum Auto. Aber ich glaube, den Wackelkopf können wir noch nicht einsetzen, oder? Nein, können wir noch nicht. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Okay, so. Hier machen wir aber jetzt Schluss. Jetzt lesen wir das nächste Mal die SMS und wir machen hier das Auto machen wir hier fertig. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und hoffe natürlich, ihr schaut es auch beim nächsten Mal wieder zu. Wie immer am Ende wünsche ich alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.